diesem Tutorial wollen wir uns mit den Therapieeinstellungen des Corpuls CPR befassen. Die bestehen im Prinzip aus zwei großen Bestandteilen. Zum einen mal die Wahl der richtigen Stempellänge und zum anderen die Möglichkeiten mittels Softkey die einzelnen Parameter einzustellen. Für die Wahl der richtigen Stempellänge macht es durchaus Sinn, den kurzen Stempel bereits vorkonnektiert beim Corpuls CPR zu verlasten. Der passt für den Großteil der Patienten. Für Patienten mit einer geringeren Thoraxhöhe oder Kindern wird die längere Stempelvariante notwendig. Die wird dann einfach eingesetzt. Der Übergang bei den Patienten und den Stempellängen ist fließend. Falls es dann trotz ausgewählter Stempellänge Probleme geben sollte, dürfen wir auf unser Troubleshoot-Video verweisen. Nachdem die Reanimationspuppe eine niedrige Thoraxhöhe hat, haben wir einen langen Stempel eingesetzt. Und Verena zeigt uns jetzt, wie wir die Therapie mit den Softkeys verändern können. Wir sehen, dass das Display des Corpuls CPR in vier Teile geteilt ist, wobei sich der eine Teil nur mit den Zeiten beschäftigt und die anderen drei tatsächlich Optionen geben, die Therapie zu verändern. Was am häufigsten vorkommt, ist, dass man eine Reanimation unter Standardbedingungen beginnt, in einem 30-2-Modus. Im Laufe der Reanimation sichert man dann den Atemweg und möchte den Modus auf kontinuierlich wechseln. Hierzu drückt man den entsprechenden Softkey neben dem Modus und wählt in der Liste dann kontinuierlich aus, bestätigt das und kann dann entweder über den Zurück-Button zurückgehen oder, wie ihr seht, wenn ich nichts drücke, bringt es nach 3 Sekunden automatisch zurück. Ebenfalls seht ihr, dass die LED immer mal wieder blau blinkt und dadurch an eine Beatmung erinnert. Ich kann auch die klinischen Parameter Tiefe oder Frequenz ändern, sollte das nötig sein. Hierzu klicke ich auch hier den Softkey, neben dem entsprechenden Wert. Ich kann jetzt hier über Plus und Minus nach oben oder unten gehen. Ich muss hier auch nicht zurückklicken und das Gerät übernimmt die Einstellung auch automatisch, ohne dass ich diese bestätigen muss. Das Gleiche gilt auch für die Frequenz. Ja, zusammenfassend haben wir uns über die Auswahl der richtigen Stempellänge unterhalten, haben dort festgestellt, dass ein kurzer Stempel für die meisten Patienten funktioniert und ausreichend ist. Wenige Patienten brauchen im Wechsel auch einen langen Stempel. Und dann hat uns Verena noch ganz kurz die Softkeys gezeigt und wie ich die Therapie steuern und beeinflussen kann. Wir hoffen, es war hilfreich für euch. Vielleicht findet ihr auch unsere anderen Videos hilfreich. Ansonsten viel Spaß im Einsatz, viel Spaß mit unseren Geräten.